egal was jeder andere sagt, dass es falsch ist oder du bist zu alt dafür oder was auch immer. Mach das, was für dich das Richtige ist. Das zählt am Ende des Tages. Ich bin der Christian Boratio, bin 31 Jahre alt. Meine Hobbys, ich fange gerade wieder an mit dem Fitnessstudio und höre sehr gerne Musik. Also ich übe gerade den Friseur in der Teilzeit, also im Minijob-Basis aus. Werde dann ab den 1. September Ausbildung anfangen. Hab mich schon immer interessiert für den Job. Es ist einfach, wenn Menschen reinkommen und sehen jetzt egal wie aus und dann einfach rausgehen mit einem Grinsen und ja, sowas. Einfach Menschen zu verändern. Gerade diesen Minijob und ich gucke mir halt einfach an, wie die Abläufe sind, guck viel zu, wie Haare schneiden, beraten, wie man Menschen einfach berät und ihren Weg zeigt, was denen steht, auch farbentechnisch und mega. Also die Atmosphäre hier, die Leute, Arbeitskollegen, ist einfach wie eine kleine Familie. Du kommst hier rein und alles happy und so und nicht du stehst auf und denkst so, ah, ich habe keinen Bock aufzustehen, dorthin zu gehen. Du bist glücklich, hier reinzukommen einfach, weil die Leute, die geben dir einfach das Gefühl, willkommen zu sein. Was würdest du Leuten raten, die jetzt von der Schule gehen, ob sie jetzt Ausbildung, Studium machen sollen oder einfach was du denen raten würdest? Also ich würde raten, dass sie auf ihr Bauchgefühl und Herz hören sollen. Auf das, was sie Bock haben zu machen, sollen sie auch das wirklich machen und nicht irgendwo reinrutschen, wo sie überhaupt keine Lust haben, das zu machen. Sondern wirklich das machen, was ihr Bauchgefühl, ihr Herz möchte und das sollen sie auch dann durchziehen. Das ist komplett alles anders. Ich habe mich davor nicht erkundigt. Wie gesagt, das war wirklich ein Zufall, dass wir einfach uns getroffen haben. Aber man sieht ja auch, wenn du zu einem anderen Friseur gehst oder so, es ist hier komplett alles anders. Viel besser, man nimmt sich mehr Zeit und die Kunden sind hier einfach die Könige sozusagen.